Wir wollen mal ein bisschen auf ein Praxisbeispiel schauen. Zugeschaltet ist Lutz Trümper, er ist Oberbürgermeister von Magdeburg. Schönen guten Tag. Guten Tag. Diese Schnelltests, die sollen nun also ein zentrales Mittel in der Pandemiebekämpfung sein. Wie bewerten Sie die Teststrategie von Bund und Ländern? Ist das gut organisiert? Das ist überhaupt nicht gut organisiert. Der entscheidende Punkt, den wir versäumt haben in Deutschland, war die strikte Testung der Besucher in den Altenheimen und die Testung des Personals. Das ist schlecht gemacht worden, viel zu spät. Da sind viele Menschen deshalb gestorben, weil das nicht ordentlich gemacht worden ist. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir Schnelltests auf den Markt bringen wollen, ohne eine aus meiner Sicht vernünftig durchdachte Strategie. Was will ich damit eigentlich erreichen? Wenn ich sinnvoll damit umgehen will, dann müsste ich bei Veranstaltungen den Test machen, kurz vorher. Und das muss der Veranstalter machen. Ein Gesundheitsamt kann das niemals leisten, Hunderttausende von Tests zu machen pro Woche. Und vor allen Dingen, was will ich damit? Ich muss ja am Ende eine Dokumentation haben über die PCR-Tests. Und nur die sollten im Gesundheitsamt registriert werden. Und die Bevölkerung, die sich selbst testet, die kann das als Symbol machen, mal zu schauen, wie geht es mir. Aber in der entscheidenden Phase bei Veranstaltungen, wo mehrere zusammen sind, muss der Test von den Veranstaltern organisiert werden. Und dann ist für den einen Tag klar, aber am nächsten Tag ist er schon wieder nicht mehr gültig. Und von daher, dieser Schnelligkeit, der Wirksamkeit der Schnelltests, kann man das nicht zentral organisieren. Das halte ich für keinen guten Weg und auch gar nicht leistbar bei der Zahl, die da auf uns zukommen würde. Wie wollen Sie das denn für Magdeburg organisieren? Haben Sie sich da schon eine Strategie überlegt? Ich rede schon seit einem Vierteljahr davon, dass ich den Test, der bisher schon da war, der Schnelltest, den angeblich Ärzte und Pfleger noch machen sollten. Das kann eigentlich jeder. Wenn er es zweimal gesehen hat, kann er es alleine machen. Das können die Betriebe organisieren, das können die Veranstalter organisieren und der Private zu Hause kann das auch machen. Aber er muss wissen, dass ich mit dem Test nur für einen Tag eine Sicherheit habe und am nächsten Tag den nächsten Test machen muss. Und da muss man das gut überlegen, wann mache ich das, wo gehe ich hin, wenn ich zum Einkaufen gehe. In normalen Laden war es bisher nicht notwendig beim Supermarkt. Brauche ich es jetzt auch nicht fürs normale Einkaufen. Also von daher muss man genau definieren, wo macht das einen Sinn und in welcher Zeitspanne macht das einen Sinn. Dass alle loslaufen, machen einer mal pro einen Test, halte ich für völlig sinnlos, das zu tun, wenn keine Strategie dahinter steht. Es ging in dieser Pandemie bei den Maßnahmen immer darum, die Gesundheitsämter zu entlasten. Die waren ja besonders durch die Kontaktnachverfolgung belastet. Sie haben da jetzt alles digital aufgestellt. Wie sind die Erfahrungen? Wie läuft das konkret ab bei Ihnen? Ja, wir haben jetzt hier gerade in dem Raum, wo ich mich befinde, ist das Zentrum, wo die Nachverfolgung passiert. Da haben wir 15 Arbeitsplätze, sind an das System SORMAS angeschlossen und telefonieren hier und geben dann natürlich auch die entsprechenden Quarantänebescheide raus, damit wir aktuell, so schnell es geht, wenn jemand infiziert ist, auch das Umgebungspersonal, mit dem ich den richtigen Kontakt hatte, der zählt als der richtige Kontakt, der nachverfolgt werden muss, dann werden die Mitarbeiter informiert und die Personen auch. Und dann habe ich die Kette unterbrochen. Das ist das A und O für das Gesundheitsamt. Und jetzt das Gesundheitsamt in der anderen Frage zu belasten mit Schnelltest, halte ich für eine Situation, die man nicht leisten kann und die auch alles durcheinander bringen würde. Das Gesundheitsamt soll mit dem Schnelltest eigentlich nichts zu tun haben. Schauen wir mal auf die Inzidenz in Magdeburg. Die steigt ja leider wieder. Die britische Mutante breitet sich bei Ihnen aus. Wie ist die Infektionslage aktuell? Wie schätzen Sie das ein? Wir waren jetzt 14 Tage lang eine ganze Weile unter 50 und so um die 50 rum. Jetzt sind wir seit ein, zwei Tagen wieder etwas angewachsen auf über 60. Ist noch nicht besorgniserregend, aber wenn das die nächsten Tage so weitergeht, dann muss man genauer hinschauen. Wir suchen jetzt die Herde und die Quellen, wo die Infektionen kommen und stellen fest, dass wenn einer aus einer Familie infiziert ist, die ganze Familie schlagartig da ist. Das ist das Typische für das britische Virus. Auch im Kindergarten sind sofort viele Personen infiziert. Da müssen wir aufpassen, müssen das eindämmen mit den gleichen Mitteln wie bisher auch, aber müssen noch ein bisschen schneller werden. Sachsen-Anhalt trägt aber die Beschlüsse aus den Bund-Länder-Beratungen, also auch die Öffnungen, trotz eben steigender Zahlen mit. Finden Sie das grundsätzlich richtig? Wie gesagt, wenn ich die richtige Strategie habe und sage, ich gehe zum Einkaufen unter den entsprechenden Bedingungen mit den Schutzmaßnahmen, die ich bisher hatte, ist das okay. Wenn ich sage, ich gehe zu einer Veranstaltung ins Theater und ich mache vorher den Schnelltest, halte ich das für völlig okay. Da kann ich sogar 500 Leute reinlassen ins Theater, wenn die alle in dem Moment getestet sind. Und die anderen Sachen, bei Gaststätten kann ich es auch organisieren. Ich muss das begleitend organisieren, damit ich mit Sicherheit wohin gehen kann und nicht drauf loslege und wieder am Ende eine hohe Inzidenzzahl habe. Wo ich es besonders wichtig halte, dass wir genügend testen, ist an Schulen und Kindergärten. Und dass wir vor allen Dingen auch Lehrer und Erzieherinnen jetzt möglichst schnell impfen. Nicht nur
Das Testen, eben auch das Impfen, sagen Sie, ist eben wahnsinnig wichtig. Magdeburg hat jetzt Impfstoff für fast 3000 Impfungen erhalten, die für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gedacht waren. Was war da los? Das ist nur ein Borgen sozusagen. Die Bitterfelder haben gesagt, wir haben den im Moment, kriegen den nicht los. Dafür sind sie auch kritisiert worden. Wir haben den jetzt genommen und wir geben den auch wieder zurück. Das ist keine Leistung für Magdeburg, sondern das ist einfach ein Tausch, den wir jetzt schnell bei uns in der Stadt, in der Großstadt, wo wir ein gutes Impfzentrum haben und viele auch mobile Teams haben, auch schnell verimpfen wollen. Aber das ist eigentlich nur eine befristete Übergabe der Impfstoffdosen. Ansonsten warten wir auf Impfstoff jeden Tag und umso mehr wir haben, umso mehr geht es in die Ambulanzen und da geht das auch relativ schnell. Sagt Lutz Trümper, Oberbürgermeister von Magdeburg. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schönen Dank.